Der Lech, Augsburgs Lebensader, dessen Naturidyll die ganze Stadt durchzieht. Jeden Morgen komme ich an den Feldern in der Hammerschmiede vorbei und ich freue mich immer schon zu sehen, wie das Feld wohl aussieht, denn manchmal liegt Nebel drauf, manchmal fährt ein Traktor drüber, sieht immer anders aus. Das Feld schafft etwas, was sonst kein anderer Ort schafft, nämlich dass ich für einen Moment innehalte, zur Ruhe komme, den Blick schweifen lasse. Selbst wenn ich mit meiner Tochter eigentlich dran vorbeihetze, es eilig habe, bleiben wir immer zusammen noch einen Moment stehen und schauen uns das Feld in der Hammerschmiede an. Rote Tor, das ist meine alte Nachbarin. Ein Nachbar, womit ich mal ein ganz gutes Gespräch führen möchte. Sag mal, Rote Tor, wie war das so früh in Augsburg? Wie sah das Leben aus? Schon einige Male in meinem Leben bin ich umgezogen. Und jedes Mal war das ein Herantasten an die neue Umgebung, an die neue Stadt, an die Menschen. Und jedes Mal war es auch verbunden mit einem starken Wunsch, in dieser neuen Stadt anzukommen, sich heimisch zu fühlen. Das gleiche Rauschen wie das des Meeres an der kroatischen Küste. So ein Rauschen, das einen dazu bringt, sich verlieren und verlieben zu wollen an lauen Sommerabenden. Der Blechermes, das ist das Wahrzeichen von meiner Heimatstadt Oldenzaal. Oder wie viele Oldenzaaler sagen, ich bin nicht zu Hause, wenn ich nicht die Blechermes sehe. Und damit ist eigentlich die Verbindung mit Augsburg und der Rote Tor ganz einfach. Augsburg ist kein Augsburg ohne Rotes Tor und Oldenzaal ist kein Oldenzaal ohne seine Blechermes. Der Hamburger Hafen ist ein sehr erinnerungsträchtiger Ort für mich. Ich habe dort schon als Kind mit meinen Eltern Fischbrötchen gegessen und die Schiffe beobachtet und die Atmosphäre genossen. Der Biergarten Lubisland erinnert mich an einen Ort in meiner Heimatstadt Blatter, der auch so erhöht und umgeben ist von einer jahrhundertenalten Mauer. Die Piazza. An diesem Ort werden nicht nur wichtige politische Entscheidungen für die Stadt getroffen, dort werden auch Hochzeiten gefeiert und Tänze aufgeführt. Dort machte ich auch immer Halt auf den Spaziergängen mit meinem Vater. Und wir führten unter der Krone einer uralten Linde lange Vater-Tochter-Gespräche. Und immer, wenn ich im Biergarten Lubisland bin, denke ich dran. Ich bräuchte manchmal nur meine Augen zu schließen, um die Stimme meines Vaters zu hören und das Rauschen der Blätter der uralten Linde zu hören. Ich habe unzählige Spaziergänge an seinen Ufern gemacht. Ich habe unzählige Sommerabende mit meinen Freunden auf den Kiesbänken verbracht. Wir haben gefeiert und gelacht, bis wir umfielen und einschliefen. Und dazu immer das beständige Rauschen dieses sich ständig wandelnden Wasserstroms. Das war das gleiche hypnotisierende Rauschen wie das der leuchtend türkisgrünen Kaskaden der Plitvicer Seen in meiner Heimat Kroatien, die seit jeher Ausflugsziel für mich und meine Familie waren. Ich liebe Geschichte und ich versuche mich vorzustellen, wie die Blechermes und den Platz herum früher das Zentrum alles Treffen war. Wer waren da? Worüber wird geredet? Worüber haben Menschen sich gefreut? Worüber haben die Angst gehabt? Ich glaube, dass es gar nicht so anders ist wie heute, aber was wäre, wenn die Steine reden könnten? Für mich ist es die Verbindung zwischen das Alte und das Neue. Der Roten Tor mit seiner alten Stadtmauern. Aber jetzt auch die Wiese, wo wir in der Sonne liegen und vielleicht auf unserem Handy einen Instagram-Post posten. Oder unsere Kinder, die in den Jim-Knopf-Spielplatz spielen und sich verstecken in ein Rohr. Oder wir gehen zum Krautegarten und da pflücken wir eine Minze für unseren Tee. In meiner Jugend haben viele Wochenenden am Hamburger Hafen begonnen. Da habe ich mich dann mit Freunden getroffen. Wir haben ein Astra getrunken, ein Hamburger Bier. Und dann ging es über den Hafen zum Feiern, oft auf dem Kiez. Und wenn wir durchgehalten haben, ging es dann am Sonntagmorgen auch wieder über den Hafen,
über den Fischmarkt dann nach Hause. Die Felder in der Hammerschmiede sind ganz anders als der Hamburger Hafen. Sehr viel ruhiger, entspannter, in sich gekehrter. Es ist sehr viel weniger los. Und das passt sehr gut zu meiner aktuellen Lebensphase. Ich bin mittlerweile 32 Jahre alt, ich gehe nicht mehr feiern, bin Mutter einer Tochter und so fügt sich das sehr gut zusammen. Ich habe meine Kindheit in Split in Kroatien verbracht. In Augsburg war ich Teenager und bin erwachsen geworden und immer dabei war das Thema Wasser. Als sich damals in Augsburg vieles noch fremd angefühlt hat, hat Wasser mir immer ein Gefühl von Heimat gegeben. Ich habe das große Glück, dass ich mittlerweile in der Hammerschmiede lebe und das Feld sogar durch mein Schlafzimmerfenster aus sehen kann. Und obwohl es somit ein Teil meines Alltags ist, bleibt es etwas Wunderschönes und was ganz Besonderes, dieses Feld zu sehen. Die Idee zum Projekt Sehnsuchtsorte der Zugezogenen kam mir im Biergarten Lugisland in Augsburg, weil ich mich dort zum ersten Mal in Augsburg heimisch gefühlt habe. Auf meiner Netzhaut sehe ich die Bewohner, die hier schon hunderte Jahre her auch gelaufen haben. Und das ist doch interessant, dass sowohl in Augsburg das Rote Tor als in Oldesaal der Blechermes, dass die Leute, die Bewohner, diese zwei Wahrsagen noch immer lieben. Und das ist doch eine Leistung.